Die Frage des Gesetzeslehrers, liebe Schwestern und Brüder, kann durchaus unsere Frage auch am Nationalfeiertag heute sein. Wie müssen wir eigentlich leben? Wie sollen wir leben, damit dieses Leben einen Sinn hat, damit es eine Richtung bekommt? Und das, was Jesus dann den Gesetzeslehrer selber antworten lässt, dieses Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, ist auch eindeutig. Das ist also eigentlich ganz einfach. Die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Aber wir stellen uns heute natürlich wirklich oft die Frage, gerade in den Diskussionen und Auseinandersetzungen der letzten Monate, der letzten 2 Jahre vielleicht, diese Rechtfertigungsfrage: Wer ist denn mein Nächster? Für wen sind wir denn zuständig? Wer geht uns denn überhaupt etwas an? Das ist eine Frage, die man wirklich stellen kann. Und es gibt inzwischen gesellschaftliche Kräfte, die immer wieder, obwohl sie gar nicht kirchennah sind, immer wieder das Christentum bemühen und im Namen des Christentums etwas sagen. Also man hört dann diese Stichworte Abendland und Schutz unserer Kultur und so weiter und so fort. Dass bestimmte Kräfte auch am rechten Rand unserer Gesellschaft plötzlich das Evangelium, die Botschaft des Christentums für sich beanspruchen, das kann man zwar beklagen, aber das hat zunächst in einer ersten Beobachtung damit zu tun, dass vielleicht die Kirche nicht deutlich genug ist. Die christliche Botschaft also von denen, die sie eigentlich repräsentieren, nicht deutlich genug gesagt wird. Dann überlässt man das Feld anderen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir sehr deutlich sagen können, wer mein Nächster ist. Der heilige Ambrosius in der Auslegung zu diesem Evangelium schenkt uns einen sehr schönen Satz. Er sagt, nicht die Verwandtschaft macht den Nächsten, sondern die Barmherzigkeit. Welch ein schönes Wort. Nicht die Verwandtschaft. Niemand von uns sucht sich ja aus, wo er oder sie geboren ist oder in welche Familie man hineinkommt, in welche Umstände und was das Lebensgeschick ist. Die meisten Entscheidungen sind uns daher entzogen, vom Beginn an. Es ist also nicht dieser, wenn man so will, Zufall oder diese Fügung, wo wir gerade sind, sondern es ist die Barmherzigkeit, die den Nächsten macht. Das ist ja genau das, was Jesus im Evangelium erzählt, und Ambrosius hat das sehr sensibel wahrgenommen. Sehr sensibel wahrgenommen. Dieser Samariter, der da kommt, von dem die Kirchenväter sagen, es ist Christus selber, der den gefallenen, verwundeten Menschen heilt, ihn aufrichtet, in die Herberge der Kirche führt. Dieser Samariter macht sich diesen überfallenen, geschundenen, halbtoten zum Nächsten, indem er sich innerlich anrühren lässt. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Botschaft des Christentums pur. Nicht die Verwandtschaft macht den Nächsten, sondern die Barmherzigkeit. Und das gilt dann für alle. Für den, der irgendwo bettelt, für die, die zu Hause irgendwie sitzt und sich vergessen und verlassen vorkommt. Das gilt für Flüchtlinge, gleich wo sie herkommen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die unserem Land nur guttun kann.